Moin, Janni hier von CJ Gaming. Ich möchte euch heute ein Deck vorstellen, beziehungsweise wir bauen es zusammen. Dabei stelle ich es euch vor, wie angekündigt im letzten Video. Wir erstellen mal ein neues Deck. Wird ein nördliches Königreich-Deck sein mit Hänselt als Anführerkarte. Den Rest seht ihr gleich. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, fangen wir mal an, es umzunennen. Ich nenne es mal nördlich Northern Realms Arbor. Da könnt ihr es schon erahnen, es wird ein Deck mit Rüstung sein. Bin ich schon zu weit. Wir nehmen hier dreimal einen Donnertrank mit. Dann geht es weiter mit der Verstärkung, womit wir eine Silber- oder Bronze, einen Soldaten, Maschine, Offizier oder Unterstützungseinheit aus dem Deck spielen können. Danach wird das Deck, oder die anderen werden ins Deck zurückgemischt. Da komme ich gleich noch drauf. Dann geht es weiter. Die erste Einheit wird eine 6er-Karte sein. Das ist dreimal der Gredanische Elite-Kämpfer. Diese Karte wird um 5 verbessert, wenn man... Wenn die Rüstung auf 0 fällt, wenn man sie ausspielt, kriegt sie 4 Rüstung. Dann haben wir dreimal den Redanischen Ritter. Verbessere diese Einheit bei jedem Zug zu Beginn deines Zuges um 2, wenn sie keine Rüstung hat, und füge ihr 2 Rüstung dazu. Also die wird halt jede Runde um 2 verbessert, 2 Rüstung dazu bekommen. Das geht direkt los, wenn man sie gespielt hat. Danach die Runde, weil sie halt... weder Rüstung hat, also keine Rüstung hat, nur eine Stärke von 7. Dann die neuen Karten hier, beziehungsweise eine der neuen Karten. Dreimal den Temerischen Kriegstrommler, Stärke 7. Verbessere bei jedem Zug zu Beginn deines Zuges eine zufällig gewählte andere verbündete Einheit um 1. Dass da ein gutes Tempo-Play ist, man hat einen davon auf Hand, die anderen bei einem Deck. Man spielt ihn aus, man spielt Hänselt. Und hier steht, wähle eine verbündete Bronze-Unterstützer, Unterstützungs- und Maschinen- oder Catwin und spiele alle Kopien davon aus dem Deck aus. Damit kann man dann den Kriegstrommler wählen und dann kann man die anderen beiden auch ausspielen und dann buffen die sich auch noch bei jedem Zug, wenn man anfängt. Ziemlich gute Kombo, bringt ordentlich Tempo ins Spiel. Dann haben wir dreimal... Die schwere Kavallerie des Grauen Fanlines für die Belagerungsreihe mit einer Stärke von 8. Damit kann man die Rüstung einer Einheit entfernen und man verbessert die schwere Kavallerie um die Anzahl der entfernten Rüstungen. Gute Kombi, man spielt man hat den Redanischen Elite-Kämpfer gespielt, dann den schwere Kavallerie des Grauen Fanlines spielt man danach, klaut ihm die Rüstung, die 4 Rüstungen kriegt er hier als Stärke dazu und er bekommt 5 Stärke dazu, weil er halt keine Rüstung mehr hat. So, dann geht's weiter. Muss ich nochmal gucken hier. Mit Fürst Stannis. Mit Fürst Stannis, er hat eine Stärke von 3. Damit kann man die oberste loyale Bronze- oder Silbereinheit aus dem Deck ausspielen. Die bekommt 5 Rüstung und Fürst Stannis bekommt auch nochmal 5 Rüstung. Auch gute Ziele, um die Rüstung zu klauen. Dann haben wir Margarete Laux Antille, Stärke 5, ebenfalls für die Belagerungsreihe. Damit kann man eine Einheit zurücksetzen, also auf die ursprüngliche Basisstärke, und Block aktivieren. Auch ziemlich gut, Block kann man immer mal gebrauchen, das Zurücksetzen ist halt bei einer gebufften Karte auch sehr gut, um die halt, um dem Gegner auch nochmal ordentlich Schaden zuzufügen. Dann haben wir diese gute Karte hier, Sheila de Tankerville, Stärke 7, Fernkampfreihe. Hiermit kann man eine Bronze-Sonderkarte aus der Hand ausspielen und dann kann man die oberste Karte aus dem Deck ziehen. Am besten ist es, wenn man dann man hat Donnertrank auf der Hand, spielt Sheila de Tankerville aus, wählt den Donnertrank, kann dann die Donnertrank halt 3 Einheiten verbessern und Rüstung hinzufügen und man zieht noch eine Karte aus dem Deck. Auch sehr gut, wie ich finde. Dann haben wir Thala als Spionkarte. Damit zieht man die obersten Karten aus dem Deck. Eine kann man behalten, die andere wird ins Deck zurückgemischt. Dann haben wir diese gute Karte hier.
Die habe ich mir als einzige aus dem Deck jetzt herstellen müssen. Habe ich mir einfach mal gegönnt, die animierte Karte. Trollolo. Stärke 11. Wenn man diese Karte ausspielt, kriegt sie 4 Rüstung. Und diese Karte kriegt zu jedem Zug, zu Beginn meines Zuges, 2 Rüstung ebenfalls noch hinzu. Auch ein gutes Ziel, um Rüstung zu klauen, wenn die Karte ordentlich Rüstung hochgesteckt hat. Das wär's mit den Bronze- und Silberkarten. Geht's mit den Goldkarten weiter. Da haben wir einmal Dijkstra, Spionkarte, spiel die obersten 2 Karten aus deinem Deck aus. Dann haben wir Shani, lass eine Bronze- oder Silbereinheit auferstehen und füge ihr 5 Rüstungen zu. Was hier ein gutes Ziel ist, Trollolo. Hier mit Trollolo wiederbeleben, der kriegt die Rüstung dazu und bufft sich dann auch noch mit Rüstung weiter hoch. Hat man ordentlich eine ordentliche Anzahl an Rüstungen, die man mit dem schweren Kavallerie des Grauen Fähnleins abziehen kann. Also da kann schon eine ordentliche Stärke entstehen. Dann haben wir Yennefer. Ja, damit kann man Einhorn oder Kyurenex auswählen. Da ist es jetzt so, dass Kyurenex eine Stärke von 4 hat und füge allen Einheiten 2 Schaden zu. Das ist besonders gut, weil wir halt viel Einheiten mit Rüstung haben und deshalb der Schaden durch die Rüstung geblockt werden kann. Und als letzte Karte haben wir Johann Natalis. Spiele eine Bronze- oder Silber-Taktikkarte aus deinem Deck aus. Mische die anderen Taktikkarten ins Deck zurück. Zusätzlich noch eine Stärke von 6. Taktikkarten. Die einzige Taktikkarte, die wir haben, ist Verstärkung. Deshalb ist es gut, wenn man Johann Natalis auf Hand hat, dass dann da die Verstärkung im Deck ist. Das ist eigentlich der einzige Grund, Johann Natalis ausspielen und Verstärkung ausspielen, um das ausspielen zu können. Wenn man beide auf der Hand hat, ist es doof, dann bringt der Effekt hier nichts. Deshalb, wenn man eine der beiden Karten auf der Hand hat, ist es okay. Am besten ist es aber, Johann Natalis in der Hand zu haben und Verstärkung im Deck. Ja, das ist soweit das Deck. Ihr könnt mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für einen Eindruck davon habt. Wir speichern uns das mal ab. Und ich würde sagen, wir gehen direkt im Ranglistenspiel. Mal gucken, was das Deck so taugt. Wir nehmen hier das Northern Realms Armor Deck aus. Schauen wir mal, was das wird. Gegner gefunden. Sehr schön. So, gegen was spielen wir? Es ist König Bran, Skellige, Stufe 17, Rang 10. Angriff! So, was haben wir auf der Hand? Ein Kriegstrommler, das ist schon mal gut. Johann Natalis haben wir auf der Hand, dann brauchen wir die Verstärkung nicht, wie ich es ja gerade erklärt hatte. 2 redanische Elitekämpfer, okay. 2 redanische Ritter. Den mal einen können wir hier einfach noch wegtun und den auch. Ja, gut. So haben wir nur einen Kriegstrommler auf der Hand. Mal gucken, fangen wir an. Ja, dann kann ich euch das wieder mal demonstrieren. Wieder. Hoffe ich jedenfalls. So. Wie gesagt, dann spielen wir gleich Hänselt aus und holen die anderen 2 Kopien davon, die anderen 2 Karten aus dem Deck aufs Feld. Dann haben wir ordentliches Tempo-Play gemacht. Wenn unser Gegner mal eine Karte spielen würde. Dann haben wir den redanischen Elite-Kämpfer und dann Kavallerie des Grauen Fähnleins. Damit können wir die Rüstung entfernen. Catwin! Angriff! Kein Platz für Leute wie mich. Genau das so. Und schon hat man 24 Punkte auf dem Board. Anscheinend muss er mal gucken, was die Karten machen. Wie das gerade aussah. Die buffen sich, oder buffen halt gleich zufällig sich gegenseitig hoch. Wenn ich Bran, jetzt kriegen wir ein bisschen Schaden. Wegen dem Kriegslangschiff. So, er hat Olgierd und Ceres noch verworfen, okay. Joa. Dann spielen wir doch mal den Elite-Kämpfer, würde ich sagen.
Kapitän sucht neue Matrosen. Was hältst du davon? Für Captain! Genau, in unserer Karte die Rüstung sind es leider nur zwei Rüstungen, die wir abziehen, aber trotzdem geht der Effekt von dem Elitekämpfer durch. Hab doch gewusst, dass es sich lohnt. Da kommt schon ein Piratenkapitän. 11 Punkte liegen wir vorne. Ich passe jetzt mal, mal gucken. Was unser Gegner jetzt tut. Wenn er noch einen Piratenkapitän spielt, das wird nicht reichen. Was will denn der hier? Weil unsere Karten sich jetzt auch hochbuffen, liegen wir immer noch einen Punkt vorne. Das hat unser Gegner wahrscheinlich nicht mitbedacht. Doof jetzt für ihn. Jetzt muss er noch eine Karte spielen, um die Runde zu gewinnen. Ich glaube, er liest es gerade wieder durch, was die Karte macht. Ah, sowas ist natürlich bitter. Vor allem, wenn es dann ein Punkt ist. Und er dann zwei Karten down geht. Aber da können wir ja nichts für. Na los, spiel eine Karte. Oder lass es sein. Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Mutter. Ja, so kann man das auch machen. Okay. Das reicht jetzt auf jeden Fall. Anfängerfehler. Na gut. So, ich hoffe natürlich jetzt, das verkacken wir nicht. Das wäre natürlich ziemlich bitter. Jetzt kommt auf jeden Fall Service rausfällt. Verstärkung, okay, die können wir direkt weghauen. Kriegen für Stannis. Überlegen, was wir gleich machen. Mit Verstärkung könnten wir uns Trololo holen, dass er dann auf dem Friedhof landet. Aber dann müssen wir halt sicher gehen, dass wir Shani ziehen. Das ist ja, ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Aber ich denke mal, Verstärkung sollten wir schon spielen, weil sonst wüsste ich nicht, was uns hier mit einer Karte quasi das ausreicht. Ich weiß nicht, ich spiele mehr Trololo. Wir brauchen jetzt 8 Punkte. Das kann ja nur Trololo werden, ne? Ja, machen wir das so. Schiefer zerstellen. Ich denke mal, das war das Beste, was wir hätten machen können. Ja, jetzt Shani ziehen, das wäre natürlich super. Das ist nicht Shani. Ein Donnertrank. Da ist sie, wunderbar. Das ist schön. Wir fangen aber trotzdem mit dem britannischen Ritter an. Wir könnten natürlich das Langschiff blocken, aber wollen wir das machen? Ich denke mal ja nicht. Machen wir das so. Für Radovid! Holen uns gleich Trololo. Okay, Uldar. Jawohl! Dalrik. Gut! Ich bin Ärztin. Ich weiß normalerweise, warum ich etwas verschreibe. Wo ist er? Da ist Trololo. Gefreiter Schiefer. Neun Rüstung. Die können wir uns dann gleich schön mit der Karte hier abziehen. Für Hemdal!
Na gut, der blockt sie, ist okay. Hat genug Rüstung, denke ich mal. Kann die Schlacht kaum erwarten. Machen wir das so. 40 Punkte sind wir jetzt vorne. Mordron Freya ist geduldig, aber sie duldet keine Beleidigung. Für Catelyn! Ich höre Kavallerie des Grauen Fährleins, ja okay. Ich bin bereit. Service. Klaut ihm ins Rüstung, aber rafft sie trotzdem hoch. Dann spielen wir. Meine Schiele. Studien sind wichtiger als Donnertrank. Da haben wir noch einen redanischen Elite-Kämpfer, ja gut. Verbeugt euch vor Mordron Freya. Ich denke mal, den spielen wir gleich danach Dijkstra, um eventuell eine schwere Kavallerie des Grauen Fährleins zu bekommen. Neue Matrosen. Was hältst du davon? Lang lebe der König! Oder so. Jetzt ist es auf jeden Fall so, wenn wir Yennefer ziehen, dann machen wir uns nicht so viel Schaden. Dann bekommen wir nur bei den drei Karten hier Schaden. Wenn wir eine schwere Kavallerie ziehen, dann können wir hier auf jeden Fall wieder die Rüstung klauen. Dann verbessert er sich auch wieder. Das wäre auch sehr gut. Nicht du schon wieder. Dann kommt der Grimmist. Okay, undurchdringlicher Nebel. Ich spiele jetzt mal Dijkstra. Dafür sorgen meine Jungs schon. Wir kriegen Taler, okay. Wer interessiert sich schon für Schuster? Niemand. Ich denke mal, da macht Yennefer mehr Sinn. Oder? 8 plus 4 sind 12. Plus die 5. 17. Bei Yennefer haben wir 6. Kironex sind 10. Ja, Yennefer macht mehr Sinn. Für Catelyn! Ach, scheiße. Das passiert mir auch so oft. Ah, ich vergesse immer, dass man die eine. Dass man. Jawohl. Nee, hä? Gut. Jetzt bin ich gerade komplett verwirrt. Jede Farbe haben wir doch hier. Ja, okay. Bleibt bei mir. Wir wählen Kironex aus. Oh Mann. Scheiße. Möge Mordron Freya uns behüten und beschützen. Aber gut. Wenn du durch willst, ich denke, es sollte trotzdem reichen hier. Sonst kannst du es vergessen. Was kriegen wir noch? Wir kriegen noch den redanischen Ritter. Lang lebe, etc. etc. Ja. Ich glaube, unser Gegner hat nicht wirklich eine Chance, auch wenn er jetzt noch Koralle spielt. Ja. Ich helfe dir. Zurücksetzen, bewirken, was hier, so, auch nicht viel. 40 Punkten Vorsprung, dann sind wir die letzte Runde. 42. Ziemlich deutlich. Gutes Spiel an Gnair. Ihr seht schon, ich habe noch ein bisschen, hab wieder ein bisschen gezockt. 15 Scraps. Und 51 Rangpunkte. Sehr schön. Also ich finde das Deck auch ziemlich stark, muss ich sagen. Ich werde es auf jeden Fall weiter zocken. Ich mache jetzt nochmal einen Kartenfass auf. Eins können wir uns ja leisten, zum zweiten fehlen uns leider 5. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Deck findet. Und ja, mal gucken, was wir jetzt hier im Deck, im Fass haben. Krabbspinngift, Alchemist, Greif und Balliste, okay. Hier Navigatorin der wilden Jagd, Tuesday Axtkämpfer und Adrenalinrausch. Ah, nehmen wir den Adrenalinrausch als animierte Karte. Ich zeige euch jetzt gern nochmal das Deck. Deckschmiede. Hier ist es. Wird wahrscheinlich viel in der obersten Reihe sein, ja genau. Ich ziehe das hier mal so ein bisschen auseinander. So. Das ist das Deck. Ihr könnt es ja gerne mal nachbauen, wenn ihr genug Karten habt oder genug Scraps, um das herzustellen. Ich finde es, wie gesagt,
eigentlich recht cool. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.